Die Frage war nun, für wen war dieses 2:2 aus dem Hinspiel die bessere Ausgangslage für dieses Rückspiel? Man konnte es kaum wirklich rational erklären, denn die Underdog-Rolle von Union Berlin steht zumindest nicht mehr da. Dennoch ist der VfB die qualitativ überlegenere Mannschaft. Jetzt mal Gomez über die linke Seite, der kam heute von Beginn an aufs Feld, aber der erste offensive Plan ging noch nicht ganz auf. Dann die Eisernen auch auf dem Weg nach vorne. Sie mussten ja auf Trimmel und Kroos gelb gesperrt verzichten. Dafür Parensen rechts raus. Hübner war nach Gelbsperre wieder dabei. Jetzt Joshua Mees, der heute in der Startelf war. Auch richtig das Spiel belebte nach seiner Einwechslung gegen den VfB Stuttgart. Zum Schluss kommt der Abschluss von Suleiman Abdullahi, der das 1:1 erzielte. Zieler konnte retten. Der anschließende Eckstoß von Akolo erstmal geklärt. Aber Prömel nimmt den nochmal auf und spielt zu Jule. Die Flanke von Reichel von Gentner abgewehrt, aber Mees passt auf und steckt dann zu Robert Jule und es stand 1:0 für Union. Jetzt brauchte der VfB zwei Treffer. Die Zeit war noch genug da, aber das ist ein riesiger Nackenschlag gewesen in dieser Szene. Gentner mit dem Fehler, auch er hatte noch getroffen im Hinspiel und Gikiewicz auf der anderen Seite des Feldes nahm das freudig zur Kenntnis. Doch die Köpfe fingen jetzt an zu arbeiten bei Union Berlin. Gonzalez gewinnt den Ball von Jule, dann geht's nochmal raus. Gonzalez mit der Flanke, Hübner, wichtig, dass der wieder dabei war. Trotzdem kommt Gomez in diesem Kopfballduell als erstes an den Ball. Kein Problem dann für Rafa Gikiewicz. Knapp über eine halbe Stunde gespielt. Der Ausgleich vor der Pause wäre so wichtig für die Elf von Nico Willig. Mario Gomez legt raus zu Akolo und dann Gikiewicz mit einer richtig guten Parade. Stark auch von Gomez, der war auch hier äußerst auffällig. Klar, in der Startelf muss er sich beweisen und das tat er auf jeden Fall. Nochmal eine Ecke in der 45. Minute von der linken Seite. Castro bringt den rein und dann der Kopfball von Marc-Oliver Kempf. Das letzte offensive Zeichen im ersten Durchgang der Schwaben. Das war natürlich zu wenig. Weiterhin die Prämisse, zwei Tore erzielen zu müssen. Und das ist hier bei Union Berlin nicht unbedingt einfach. Die haben hier ein einziges Spiel zu Hause in der zweiten Bundesliga einzig und allein verloren. Das ist nicht viel, aber der VfB wollte trotzdem weiterhin dran glauben und kam dann auch frisch aus der Kabine über Anastasios Dornis. Der legt zu Pavaros, nochmal ein weitergeleitet zu Gomez mit der Flanke, aber der gehört eigentlich in die Mitte. Robert Jule kann es klären, die Szene noch nicht gänzlich entschärft. Und Akolo mit dem Abschluss, Friedrich aber dazwischen, der heute eben mit seinem Partner Hübner wieder die Innenverteidigung sehr stabil halten konnte. Über eine Stunde schon gespielt. Was war mit Eisern Union nach vorne denn eigentlich los? Joshua Mees mit der Flanke, Pavard dazwischen. Trotzdem Union im Ballbesitz und auch der Abschluss ist dann gar nicht mal so verkehrt von Robert Jule. Fast der Doppelpack, aber der war ihm hier nicht vergönnt. Etwas über eine Viertelstunde noch zu spielen. Gonzalez rannte jetzt an mit seinen Mannen. Anastasios Dornis legt zu Pavard, kommt damit etwas Glück rüber. Dann die Flanke, aber Parensen nickt das Ding raus. Ganz wichtig in dieser Szene, dass er gegen Insua das Duell gewinnt. Und schauen Sie, wie er sich abfeiert. Er weiß ganz genau, wie wichtig diese Szene war. Wo blieb der Treffer? Dornis nochmal. Muss ihn eigentlich schon rauslegen. Schließt dann selber ab. Das war die falsche Entscheidung. Es wurde durchaus gefährlich, aber dennoch ist Gikiewicz auch einer der besten Zweitligatorhüter gewesen in der vergangenen Saison oder in der laufenden Saison, die hier ihre Verlängerung fand. 90. Minute. Es waren jetzt nur noch Verzweiflungsangriffe. Parensen nickte das Ding nochmal raus. Castro zu Dornis. Die im Zusammenspiel. Aber der Ball wollte nicht in die Mitte. Wollte dann nicht ins Tor und Gikiewicz hält den Ball fest. Dann war Feierabend. Der erste FC Union Berlin schlägt den VfB Stuttgart und zieht danach 180 Minuten durchaus verdient in die Bundesliga ein. Tim Walter, der jetzt beim VfB Stuttgart übernehmen wird in der kommenden Saison, hat hier einiges an Aufbauarbeit zu leisten. Der VfB Stuttgart steigt mit diesem Resultat
in die zweite Fußball-Bundesliga ab.